Von einem WM-Titel träumt auch jeder Frisbee-Spieler, der in der Nazi spielt. Was technisch und taktisch anbelangt, ist Ultimate nicht anspruchsvoller als andere Sportarten. Was aber die Verantwortung betrifft, die die Spieler auf dem Spielfeld haben, ist Ultimate sehr anspruchsvoll. Das Spirit of the Game ist eine grosse Verantwortung für einen Spieler. Es ist etwas mehr, wo man daran denken muss. Und manchmal wäre es schön, hat man einen Schiedsrichter, weil dann kann man die Verantwortung abgeben. Jemand, der vor allem entscheidet, ob es recht oder nicht recht war. Ja, ich finde es enorm wichtig, dass es keinen Schiedsrichter hat, weil es gibt jedem Spieler eigentlich eine Zusatzverantwortung, oder? Die er muss wahrnehmen muss. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn du andere Sportarten schaust, es wird halt einfach an Grenzen gegangen, respektive Grenzen überschritten, solange es halt der Schiri nicht sieht, oder? Und das kannst du halt bei uns eigentlich gar nicht. Ich finde es einen mega wichtigen Aspekt, dass sich eben, ich sag mal, auf den Sport, auf den reinen Sport konzentriert und nicht um die Kleinigkeit oder wie kann ich jetzt die Regeln beugen oder eben über die Regeln hinausgehen, nur damit ich gewinne. Weil eigentlich ist dann ja nicht mehr der Sport im Vordergrund, sondern wie kann ich die Regeln beugen. Man möchte den Match gewinnen und wenn man nicht gewinnt, ist man nicht happy. Ob es Schiedsrichter hat oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Was man aber im Ultimate nie möchte, ist ein Match gewinnen, indem man die Regeln verdrüllt hat. Und das ist vielleicht der Ehrenkodex, den ich behaupte, bis heute habe. Man ist mal anderer Meinung, aber man möchte nie den Match gewinnen, im Wissen, dass man unsauber war. Eine Nationalmannschaft ist mit grossem Trainingsaufwand verbunden. Das habe ich gewusst. Man wurde schon gefragt worden, am Tryout, kannst du dir das vorstellen, so viel zu trainieren? Hast du Zeit für das? Und für mich war es einfach klar, ich will es und ich werde es machen. Ja, meine Schulter schränkt mich ein beim Spielen. Ich habe die Diagnose bekommen, dass ich ein zu enges Schulterdach habe. Durch zu viele Werfen habe ich eine Disbalance entwickelt vor Muskulatur. Und ich habe jetzt einfach in der Physio und auch daheim mein Training so angepasst, dass es jetzt eigentlich wieder ausgleicht. Wir sind sehr stark gestartet. Eigentlich. Wir haben sofort gezeigt, dass wir auf dem Feld stehen, dass wir unseren Kopf auf dem Spielfeld zusammen haben. Und dann traurigerweise ein bisschen nachgelassen, leider. Aber es ist natürlich auch so, dass Deutschland natürlich dann gemerkt hat, dass wir auf dem Feld sind und sie uns dann natürlich ein super Game bieten wollen und dann noch einen schönen Auftritt. Mein Ziel von diesem Sommer ist definitiv, über meine Grenzen herauszuwachsen. Und zu schauen, wie passe ich dort rein, an was kann ich noch arbeiten. Und die WM hat für mich schon eine sehr grosse Bedeutung. Die WM ist von dieser Saison garantiert das Highlight. Wir haben die Chance, uns zu rehabilitieren für unseren schlechten Auftritt letztes Jahr. Und wir haben die Chance, gegen die ganz Grossen der Welt zu spielen und zeigen, was wir können. Das spezifische Krafttraining ist für das Ultimate in meinen Augen absolut unerlässlich, aus verschiedenen Gründen. Einerseits Leistung, Schnelligkeit hängt zu einem Teil von Kraft ab, Beschleunigung hängt sehr viel von der Kraft ab und der zweite, fast noch wichtiger Grund, dass man sich nicht verletzt. Also ein gewisses Muskelkorsett ist einfach unerlässlich, damit man sich durchsetzen kann und damit man nicht eben aus jedem Zweikampf mit einer Verletzung rauskommt. Das Wichtigste am erfolgreichen Ultimate-Spielen ist das Team, in dem man spielt. Aber jedes Team hat viele Einzelspieler. Und wenn man es aus einer persönlichen Perspektive anschaut, ist das Wichtigste in diesem Fall dann, dass ich als Einzelspieler möglichst fit und gut bin. Mein Ziel von jedem Turnier, das ich spiele, ist, meine Aufgabe, meine Rolle bestmöglich umzusetzen.
Im Basketball, im Fußball, im Handball kann einer allein hinter den Ball holen, durchdribbeln und ein Goal machen oder einen Korb werfen. Im Ultimate geht das nicht. Wir müssen mindestens zwei beteiligt sein. Einer, der wirft, und einer, der fängt. Also es ist immer ein Zusammenspiel vom Werfer, von dem, der geschieben hat, und von seinem Receiver, dass das in einem Flow ist, in einem richtigen Timing, dass das zusammenpasst. Also ich glaube, das Team mit nur guten Händlern bringt nichts und nur guten Läufern bringt auch nichts. Das ist wirklich die Kombination, die muss stimmen, wo das Timing muss stimmen, wo die Gedanken müssen die gleichen sein. Die Entwicklung des Schweizer Ultimate ist sicher in den letzten Jahren stark in Richtung professionellerem Sport gegangen. Sowohl in den Taktiken als auch in der physischen Vorbereitung, denke ich, hat sich das Ultimate in der Schweiz sehr stark entwickelt. Einer der grössten Erfolge des Schweizer Ultimate ist garantiert, dass die Frauen letztes Jahr an der EM Silbermedaille gewonnen haben. Ja, das war schon recht geil, ehrlich gesagt. Alle anderen schauen dazu, es hat die Tribüne, die voll ist, oder? Und das ist schon so das, von dem man eigentlich am liebsten, ja, träumt und für das, was man halt trainiert, oder? Dass man wirklich eigentlich so ein Finale spielen kann. Die WMs haben für mich immer mega hohe Bedeutung, weil du spielst gegen Spieler und gegen Teams, die du alle vier Jahre nur spielst. Und das ist schon nochmal eine Zusatzherausforderung, weil du diese Zusatzchallenge hast, eigentlich wirklich gegen die Besten der Welt zu spielen. Ich bin überglücklich, wenn ich spüre, dass wir im Team von Anfang bis zum Schluss an der Weltmeisterschaft einen Zusammenhalt hatten, wo durch nichts ist aufgebrochen wurde. Wo man in diesen Flow hineinkommt und einfach merkt, es harmoniert. Das macht mich zufrieden. Viertelfinale, wenn es eine gute Auslosung gibt und wir am Anfang gut reinkommen, ist das absolut eine Option. Ja. Das heißt, es ist eigentlich wichtig, dass du einen guten Start hast. Dass du dann schon von Anfang an das kannst abprüfen, wo du halt das Team kannst. Um nachher mal eine Runde weiterzukommen. Und dann musst du halt weiter schauen, auf welche Stärke des Teams du das nachher triffst. Und dann ist es ein bisschen so eine Lotterie. Also, ja. Vor ein paar Jahren konnte man noch sagen, gut, wir sind ein bisschen besser als die Italiener und ein bisschen weniger gut als die Engländer. Und dann hat man so gewusst, wo man steht. Und jetzt ist es, kann es an jedem Turnier, kann man, wir haben es letztes Jahr gesehen, ganz schlecht abschneiden, aber man kann eben auch auf einmal ganz vorne dabei sein. Natürlich träumt man vom WM-Titel, aber man weiss dann doch irgendwie, dass es halt wahrscheinlich nicht passieren wird.